Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute, warum werfen Flugzeuge keine Schatten? Ja, um eins vorwegzunehmen, Flugzeuge werfen Schatten, aber warum diese dann unten auf unserer Erde, also auf dem Objekt, wo dann im Endeffekt das Sonnenlicht ankommen soll, keine Schatten werfen? Das klären wir jetzt. Und zwar ist es so, dass ein Schatten immer dann entsteht, wenn sich ein Objekt zwischen dem Ort, wo das Licht ankommen soll, und der Lichtquelle stellt. Und je näher es am Ende an der Lichtquelle dran ist, desto mehr wird dieser Schatten gestreut. Das heißt, je näher sich etwas an dem Ort befindet, wo die Lichtquelle dann ankommen soll, desto dichter wird dieser Schatten und desto besser sichtbarer wird dieser. Umgekehrt gesagt, je niedriger ein Flugzeug fliegt, desto besser kann man den Schatten auch sehen. Das heißt, ein Schatten wird eigentlich immer geworfen, wenn das Flugzeug zwischen der Sonne, also der Lichtquelle, und der Erde steht. Bloß fliegen Flugzeuge natürlich gewöhnlicherweise so auf 10.000 bis 12.000 Metern Höhe. Das heißt, es ist natürlich eine enorme Distanz zwischen dem Flugzeug und der Erde und dann wird dieser ganze Schatten halt ordentlich gestreut. Wenn wir aber an Flughäfen unterwegs sind oder in der Nähe von Flughäfen, dort fliegen die Flugzeuge natürlich schon relativ tief, dann werden wir auch einen eindeutigen Schatten bei einem Flugzeug erkennen können. Vielleicht hat es der ein oder andere bei sich ja schon mal gesehen oder vielleicht wenn er im Urlaub war, je nachdem. Oder wenn ihr öfters mal an Flugplätzen seid, dann werdet ihr es wahrscheinlich auch schon gesehen haben. Aber in der Luft wirft das Flugzeug erstmal keinen sichtbaren Schatten, weil es einfach viel zu weit von der Erde, also von dem Objekt, wo die Lichtstrahlen drauf treffen sollen, entfernt sind. Ja, wie gesagt, das ist die Erklärung, warum werfen die Flugzeuge erstmal sichtlich keinen Schatten. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Video gefallen. Vorschläge gerne in die Kommentare und wir sagen bis zur nächsten Folge und ciao.